Also, wir waren ja auf Rüstzeit und es war mega cool. Am besten hat mir das Geländespiel gefallen und das Thema. Ich fand es mega cool und abwechslungsreich. Mega viele Leute haben was gemacht und es war total lustig. An dem einen Abend hat der Lukas mega gut gerappt und das war was für eine Überraschung. Ich fand die Gemeinschaft cool, ich fand das Thema cool und ich bin einfach begeistert, dass Gott so unterschiedliche Menschen gebrauchen kann. Ich nehme aus der Rüstzeit mit, dass Gott immer einen guten Plan hat und man sich auf Gott immer verlassen kann und dass meine Berufung immer noch Jugendarbeit ist. Ich war begeistert von der Gemeinschaft in der Rüstzeit, weil halt einfach alle zusammengearbeitet haben und einfach nur, ich fand das einfach nur mega toll, was alle so aufgestellt haben. Gerade auch das Spiel, was wir im Wald am Abend gemacht haben, das hat riesig Spaß gemacht. Und ganz toll fand ich einfach nur die Lobpreisabende, weil mir Lobpreis halt einfach am besten gefällt. Und ich fand es einfach nur toll, wie alle einfach nur mitgesungen haben und wie das auch, ich habe richtig gespürt, wie alle das auch so den Heiligen Geist gespürt haben. Und das war halt einfach nur wichtig und für mich war das einfach nur so toll. Was ich von der Rüstzeit mitnehme, ist, dass man immer an sich glauben soll und dass man, wenn man irgendwelche Probleme hat, darüber reden kann. Und dass Gott einfach immer da ist und einem immer helfen will und wird und dass man darauf auch einfach vertrauen kann. Also ich fand die Rüstzeit jetzt mega geil, weil ich habe auch so gedacht vorher, fährst du nicht mit und bin ich halt trotzdem mitgefahren und es ist einfach zweimal was passiert und das fand ich einfach nur übelst geil. Wir hatten so ein Geländespiel und da habe ich mich ordentlich, hinfallen lassen und da hatte ich halt ordentliche Verspannungen und habe mir Muskel eine Sehne eingeklemmt und da sind wir dann, wo wir gefahren sind, hat dann die Caroline noch mal gebetet um Heilung und an dem Tag habe ich einfach mal gar nichts mehr an den Knie gespürt und dadurch, dass es eine Verspannung war, geht es ja eigentlich nicht so schnell raus und es war einfach jetzt, Samstag ist es passiert, Sonntag haben wir gebetet, jetzt ist das verschwunden, eigentlich dauert das zwei Wochen und ich fand das einfach nur so geil und dann habe ich mich darum beten lassen, dass Gott mich ausfüllt und da habe ich auch was gemerkt, und zwar, dass der Heilige Geist in mich reingekommen ist. Ich hatte überall Gänsehaut und ich fand das total begeisternd. Also das fand ich richtig geil. Also die Rüstzeit war für mich Bombe und das ist da einfach nur geil. Beispielsweise nehme ich mir mit, dass es einfach eine übelst geile Gemeinschaft war. Und ich nehme mit, dass man richtig, richtig, richtig auf Gott vertrauen kann. Und das habe ich auch gemerkt. Also das fand ich richtig genial. Also ich war begeistert, hin und weg. Also von der Rüstzeit nehme ich mir auf jeden Fall mit, dass man sich auf jeden Fall von Gott leiten lassen sollte, dass man ihn niemals verlassen sollte. Gott ist einfach für mich jetzt intensiver in dem Part geworden, dass ich ihm mehr vertraue, dass ich ihm ein volles Vertrauen schenke und ja, man damit einfach ja, auch viel besser fährt. Und die Rüstzeit war wirklich sehr, sehr schön. Vor allem der Lobpreis hat mir in mir sehr viel bewegt und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dort mit zu sein. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt die nächsten Wochen auch weiter davon profitieren kann. Und bis jetzt läuft es auch ganz gut. Ich habe sehr viel daraus gelernt und verlasse mich jetzt bei jedem kleinen Schritt auf Gott und auf das, was er sagt. Ja, ich bin der Lukas und ich fand die Rüstzeit eigentlich richtig schön. Ich war seit langem nicht mehr irgendwo mit auf einer Rüstzeit. Dafür war es diesmal, fand ich, überwältigend. Es war richtig schön, weil die Predigten, die wurden ja direkt von Leuten in unserem Alter gehalten und die konnten das einfach so gut rüberbringen. Und da konnte ich das echt gut verstehen, weil die Leute auch Begriffe verwendet haben, die in unserem Alter auch verständlich sind. Und es war halt sehr schön. Zum Beispiel Tori und so und seine Frau, die, fällt mir gerade der Name nicht ein, die waren immer bereit. Du konntest ihnen alle Fragen stellen und du hast immer eine Antwort gefunden, egal was dich bedrückt hat. Und das fand ich halt voll schön. Und da habe ich halt gebetet und so. Und ich habe halt bestimmte Dinge erfahren und das Gefühl ist einfach immer noch nicht weg.
von der Rüstzeit habe ich mir mitgenommen, wie der Tori halt erklärt hat. Der hat mir halt erklärt, wie man zu Gott guten Kontakt aufbauen kann. Das war ja auch das Thema mit der Rüstzeit und der Study in Grace. Ich fand das einfach schön. Ja, und wir haben sehr viele Freizeitmöglichkeiten gemacht. Es war auch eine schöne Gegend, wo wir waren. Ja. Also ich fand die Rüstzeit sehr schön. Es war befreiend, sage ich mal so, weil ich jetzt eher von Gott und Jesus weggekommen bin vor der Zeit und mich dann gefühlt habe, dass ich halt eben, das heißt gefühlt, ja doch gefühlt, dass ich wieder zu Jesus und Gott dazugefunden habe. Auch durch die Musik, da ich da Klavier gespielt habe und dann auch jetzt beim Abschluss dann in der Kirche. Und ich fühle mich jetzt auch so besser. Sonst früher, wenn ich jetzt so in der Schule gegangen bin, dann war ich nicht so fröhlich, da war ich immer voll so deprimiert und jetzt geht es mir eigentlich relativ gut. Auch vom Gefühl her, vom Glücklichsein. Ja, und ich vertraue jetzt auch viel mehr auf Gott, dass er mich leitet in meinem Leben. Und ja, weil ich fand es wirklich cool, auch das Geländespiel, auch wenn wir es etwas falsch interpretiert hatten. Und hatte auch das Gefühl, dass Gott zu mir gesprochen hat während der Rüstzeit und so. Das war echt cool und ja, wie soll ich sagen, ich fand es war eine wirklich gute Rüstzeit und ich fand auch, es war schön, dass ich dabei war. Es hat sich wirklich gelohnt, weil eigentlich wollte ich vorher nicht mitkommen und die Caroline und so, die haben mich dann dazu überredet, dass ich doch mitkomme, ja zwangsweise und eigentlich am Ende fand ich es doch gut. Weil ich musste ja so und so Klavier spielen. Ach, das ist jetzt eigentlich relativ unrelevant, aber trotzdem fand ich es sehr schön. Und ich bin wirklich froh, dass ich mitgegangen bin, weil sonst wäre ich jetzt immer noch manchmal so deprimiert, wie ich früher manchmal war. Und nicht so glücklich, wie ich jetzt bin. Die Rüstzeit in Schülbach, das war für mich wieder eine geniale Zeit, eine tolle Oase mit den Jugendlichen, ja, eine Zeit zu verbringen, wo Gott in der Mitte ist. Und das ist das, ich könnte da aufgehen, ich könnte es viel öfters machen, weil man merkt wirklich, wie Gott die Kids berührt, wenn wir einfach eine gewisse Zeit zusammen sind, wenn es sich nicht nur auf den Mittwoch beschränkt für die JG-Zeit. Ja, ich wünschte mir, wir gewinnen noch ein paar aktive Eltern, die sagen, Mensch, lasst uns mit den Jugendlichen einfach das Leben richtig auskosten und Gott so richtig ehren und Erfahrungen machen mit ihm, dass es einfach nur so knallt in den Herzen. Und ja, das war einfach genial dort. Dieses Wetter wieder wie beim Christiwell. Das war so richtig gewollt vom Herrn, dass wir eine wunderbare Gemeinschaft hatten. Und ja, es ist einfach toll. Was will man sagen? Also wir haben eine gute Lobpreiszeit gehabt, wir haben geniale Themen gehabt, abwechslungsreich. Wir haben gute Gebetsgemeinschaften gehabt, wir haben eine Menge Spaß gehabt, das Essen war top. Also es war einfach nur wie Urlaub. Es ist halt einfach herrlich, wenn man so sieht, wie die Kids auftanken. Was ich mir mitnehme, ist, dass Gott ja, so lebendig wirkt. Wir müssen einfach immer viel mehr uns danach ausstrecken und wir müssen viel mehr ihn fragen. Ich habe so ein geniales Erlebnis gehabt, in dem ich ein paar Tage vor der Rüstzeit nachts um 4 aufgewacht bin und habe gefragt, Herr, was soll ich den Jugendlichen erzählen? Und ich hatte noch das nicht, also kaum beendet. Auf einmal hat es mir die Gedanken reingeschossen. Ich habe den Ablauf von meinem Input bis ins Detail genau mitbekommen, richtig ablaufen sehen wie ein Film. Und ich war total paff, weil das so real war, so richtig real. Und ich habe dann schnell unter der Bettdecke mein Mikrofon vom Handy angemacht, das alles nochmal angesagt, dass ich das ja nicht vergesse, den nächsten Tag nochmal aufgearbeitet im Computer und dann mich richtig drauf gefreut, das zu präsentieren. Und das ist dann an dem Samstagabend gewesen, unter sternklarem Himmel. Und es war einfach eine richtig gute Zeit. Und wir hatten eigentlich 30 Minuten anberaumt. Und es ging dann von 8:45 bis 11:15 circa. Und
das war der Hammer. Die haben nochmal so eine tolle Gebetsgemeinschaft gehabt. Also man kann nur sagen, danke Herr, was du wirkst. Das ist einfach nur genial. Also ich fand die Rüstzeit sehr schön. Und ich nehme mir daraus mit, dass man jemanden um Gnade, dass man jemanden vergeben soll, dass man ihm Gnade geben soll. Und ja, ich fand bei dieser Rüstzeit vor allem das Wetter ziemlich toll und einfach die Atmosphäre, dass wir einfach viel gemeinsam machen konnten und dass einfach alle zusammengehalten haben, ohne dass jetzt dass es irgendwelche Streitigkeiten gab oder Stress mit irgendwelchen Leuten. Ich finde es überhaupt toll, einfach Gemeinschaft zu haben oder in einer Gemeinschaft zu sein, wo man einfach richtig viel Spaß haben kann mit allen möglichen Leuten, mit Freunden und ja. Also die Rüstzeit war wieder eine sehr schöne Rüstzeit. Es war eine sehr intensive und intime Zeit mit Gott, die wir dort haben durften. Und ja, es ist ja eigentlich ein Wochenende, was ganz persönlich ist, also wo man Zeit mit sich selber und vor allem mit Gott verbringt. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich fand es sehr gut. Wir haben viele coole Sachen erlebt. Es gab gute Inputs, es gab schöne Worship-Zeiten, coole Aktionen ringsrum. Und auch der eine Abend war sehr schön, das war Samstag. Da waren wir dann, sind wir in den Park gegangen und haben verschiedene Experimente gemacht zu dem Thema am Abend. Und ja, das war einfach sehr cool, weil es war ein sternklarer Himmel und wir hatten dann nochmal Zeit zu zweit uns zu ermutigen und uns zu sagen, was wir an dem anderen finden und ja, was ihn ausmacht und was er gut kann und was er für ein Potenzial hat und was vielleicht mal aus ihm werden wird. Und das hat einen richtig ermutigt, das hat einen wieder gestärkt und da ist es einem richtig warm ums Herz geworden. Es war richtig schön. Und schön, wir haben dann nochmal zusammen gebetet und es war eine Zeit, wo wir ganz intensiv auf Gottes Stimme hören sollten. Und das war sehr cool und das bleibt mir noch lange im Gedächtnis. Und ich animiere euch, dass jeder beim nächsten Mal mitfahren sollte. Richtig coole Zeit. Ja, also die Rüstzeit hat mir wieder sehr viel Kraft gegeben. Rüstzeit bedeutet für mich einfach Gemeinschaft mit meinen Freunden, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und ich habe wieder sehr viel Kraft bekommen für den Alltag, weil ich merke es ja selber, im Alltag vergisst man oft mal vieles und viele Dinge sind viel wichtiger als der Glaube und Gott. Und dieses Wochenende hat mich einfach wirklich wieder richtig daran erinnert und mir Kraft gegeben. Und wir haben viel über Gnade gehört. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass Gott mir nicht böse ist, wenn ich im Alltag auch mal viel um die Ohren habe und er ja, eine etwas untergeordnete Rolle spielt. Ja. Das Wochenende hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben und ja, ich bin sehr froh, dass ich mit dabei gewesen bin. Also das Thema auf der Rüstzeit war ja gewesen Dreck und Gnade. Und Dreck und Gnade, damit verbindet man ja eigentlich nichts oder zumindest konnte ich damit zuerst nichts anfangen. Aber als dann das Thema gehalten wurde, wurde mir so übelst bewusst, dass egal was für Scheiße du baust und wie viele Fehler du hast und was bei dir im Leben alles schief läuft, Gott guckt immer nur nach dem, was bei dir positiv ist, was deine guten Eigenschaften sind und was für einen Diamanten du in dir trägst. Und das ist, finde ich, übelst cool, was Gott da macht, dass egal, was wir anstellen und ob wir ohne ihn weglaufen, also weglaufen ohne ihn, oder ob wir ihn ignorieren, Gott liebt uns und das ist einfach übelst krass. Und vor allen Dingen auch, wenn Menschen vor uns weglaufen und die uns nicht mehr haben wollen, dass der erste Schritt, um denen zu vergeben, dann ist, dass wir uns selber als die Person, die wir sind, anerkennen und ansehen und uns selber wertschätzen, bevor wir dann den anderen vergeben können. Und das ist auch, glaube ich, extrem wichtig und ja, ist einfach nur toll. Was ich mir besonders mitnehme, ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, egal wie viel Dreck der am Stecken hat.
dass jeder was Besonderes ist und das sollte auch jeder respektieren und anerkennen und man sollte vor allen Dingen das Gute im Menschen sehen, so wie Gott uns geschaffen hat. Geht's denn schon los? Ach so, okay, also wir waren ja auf Rüst. Oh Mann, jetzt, ich will das jetzt nicht nochmal sagen, ich kann nur einmal begeistert sein. Ich sage jetzt nicht nochmal genau das Gleiche, das kann ich gar nicht. Hi! Ja, jetzt muss ich überlegen, was soll ich nochmal sagen? Das war schon, du bist eine ganz große. Ja, ich weiß. Wo ist eigentlich jetzt meine Freundin? Läuft das jetzt überhaupt schon? Scheiße. Nein, oh Mann, ich guck jetzt in die Kamera rein, ich guck dann immer weg. Oh Mann, das ist voll scheiße. Mann. Wie du die Rüstzeit empfunden hast. Und was ich mit dem... wir hatten so ein Thema. Nee, das nicht. Okay, auf definitiv auf Gott vertrauen kann. Weil ich ihn zweimal so heftig gespürt habe. Also vorher habe ich es noch nicht so extrem gespürt. Was ich mitnehme ist, also ich nehme sehr viel mit. Tori, bin fertig. Ja. Franz. Auch ernsthaft nochmal. Was habe ich gesagt? Okay. Wie lange muss ich denn was sagen, ne? Falls es blöd geworden ist, tu es einfach raus, aber das. Komm einfach jetzt mit hierher. Oh, das geht aber auch überhaupt nicht. Ich muss erstmal noch kurz überlegen, was ich sagen will. Und Mann! Schön. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Weißt du wenigstens noch, was ich gesagt habe? Nee, ne? Ich rufe nicht mehr. Unmöglich, Sarah. Ja, hab ich alles gesagt. Doch, ich bin fertig.